Eine Stadt im Himmel wird's doch wohl nicht wirklich geben? Markus, was hast du dir da wieder zusammengereimt? Was? Wer? Wie? Wo? Was? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, diese Stadt war mal anfangs eine kleine Idee, jedoch mit der Zeit ist sie wohl in Vergessenheit geraten. Erinnerst du dich, Dean, noch an die Geschichte der Himmelstadt? Einst war unsere Welt auf zwei Königreiche unterteilt. Jenes, das den Menschen gehörte, und jenes der Gottlosen. Warum flackert immer der Name auf? Als eines Tages die Gottlosen sich wieder einmal zusammenrauften, wollten sie die Welt unterwerfen. Sie begannen einen Krieg gegen die Menschen und drängten sie immer weiter zurück. Irgendwann hatten die Menschen kaum noch Platz und waren schon fast besiegt, wenn nicht die Engel vom Himmel herabstiegen und ihre... Ich muss warten, bis der Text vorbei ist. La 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 la. Oh, das ist eine Menge Text. Oh, pack doch einfach. Oh, wie viel denn noch? Oh, komm bitte. Nein. Komm, mehr Textboxen. Bitte mehr Textboxen und weniger Wall of Text. Oh nein, das ist furchtbar. Da kann ich. Wisst ihr was? Ich öffne jetzt mein Latte Macchiato. Gut durchschütteln und... Oh, wir sind schon unten. Na toll. Hat nicht mehr zum Durchschütteln gereicht. Und wieder hoch. Oh je. Das ist kein schönes Design der Boxen. Wirklich nicht. Wollten sie die Welt unterwerfen? Sie begannen einen Krieg gegen die Menschen und drängten sie immer weiter zurück. Irgendwann hatten die Menschen kaum noch Platz und waren schon fast besiegt, wenn nicht die Engel vom Himmel herabstiegen und ihre Waffen den Menschen zur Verfügung, eine kleine Verfügung, gaben. Mit den neu gewonnenen Waffen vernichteten die Menschen die Monster und lebten fortan glücklich in ihrer Welt. Doch die Waffen selbst wurden den Göttern geraubt, da die Menschen diese nicht mehr zurückgeben wollten. Oh, die Schweine. Die Götter konnten dies nicht dulden und holten sich ihre Waffen selbst. Haha! Wie die Waffen weg waren, offenbarte sich der dunkle Schatten, der über die Welt gekommen war und nun drohte, die Menschheit erneut zu vernichten. Die Könige sandten ihre stärksten Männer auf die Suche nach einem Weg in die Himmelsstadt, um die Wächter, die dort leben, zu überreden, die Waffen wieder frei zu geben, damit die Menschen auch diesmal die Monster besiegen konnten. Als sie endlich die Stadt fanden, wurde ihnen nur ein Haufen Steine in die Hand gegeben, welches zwar die Waffen waren, jedoch erst dann zu Waffen werden, wenn sie ihren Träger akzeptiert haben. Bis dahin lastet der Fluch Gottes auf ihnen und sie werden jeden töten, der sie versucht, aus dem Stein zu wecken. Die Geschichte finde ich ehrlich gesagt gar nicht mal schlecht. Ignoriert mich ruhig weiter. Eine Stadt in den Wolken gibt es nicht und trotzdem ist sie interessanter als das Problem mit den Irrlichtern. Still better than Unleashing of Chaos. Klingt nicht gerade vielversprechend. Da hast du wohl recht. Weißt du noch, wie der Weg aussah, Markus? Ich habe mir nie einen Weg zur Stadt erdacht. Denke ich. Verdammte Scheiße! Was ist mit dem Irrlicht? Es ist eine Fantasy-Welt. Soll sie doch sprechen, wie sie will. Sie stellen zwar eine Bedrohung dar, jedoch ist sie nicht so groß wie das, was auf uns zukommen wird, wenn Markus nicht bald wieder in seiner Welt ist. Wieso? Ein Blast Over, richtig? Was ist ein Blast Over? Warum muss das jetzt alles auf einmal erklärt werden? Das Spiel besteht derzeit nur aus Textboxen, bisschen laufen, Leute ansprechen. Bisschen Gameplay wäre nicht schlecht. Zu viel Erklärung auf einmal. Ist ein bisschen... Storytelling over. Alles derzeit Befindliche in einer imaginären Welt wird auf einen Schlag ausradiert, selbst wenn sich der Erdenker der Welt befindet. Was? Es sei denn, der Erdenker findet noch rechtzeitig aus der Welt heraus, so kann man sie retten. Dann soll er doch wieder in seine Welt zurückspringen. Wo ist das Problem dabei? Du vergisst wohl ständig, dass er das nicht mehr kann. Wir wissen aber noch immer nicht, warum. Und wie soll da eine Stadt im Himmel ihm helfen? Man müsse die Gottheit um Erbarmen bitten, die er sich selbst erdachte. Und wenn du kein Erbarmen erhältst? Dann war's das für uns alle. So sieht es wohl aus. Dann werde ich mich wohl auf den Weg machen. Viel Glück, mein Junge. Ich werde dich begleiten. Beziehungsweise das tue ich schon. Und was soll ich denn alleine hier machen? Komm doch mit uns mit. Das muss doch gefährlich sein. Es wird gefährlich sein, aber ihr müsst euch diesem Weg stellen. Haben wir ein erstes Ziel? Ich weiß nicht. Habt ihr ein Ziel? Ich würde sagen, der erste Anhaltspunkt sollte an einem Tempel sein. Der Eisentempel. Eisentempel? Das ist der einzige Tempel, den ich hier je erstellt habe. Ich bin derjenige, der dieses Spiel erschuf.
Holt den RPG-Maker raus. Ich wüsste sonst keinen anderen Tempel. Dann los zum Eisentempel. Rix gehört zu deiner Gruppe. Alice gehört zu deiner Gruppe. Das ist richtig. Und da sind sie beide. Und jetzt können wir auch speichern, konnten wir auch schon vorher. Wie viele Slots haben wir im VX überhaupt? Oh, 20. Nicht schlecht, nicht schlecht. Besser als XP auf jeden Fall. Ja. Hallo, du mit Animation. Ach, du bist interessant. Der Eisentempel ist zwar gefährlich, unerforscht und brüchig, aber dafür sind viele Geheimnisse in ihm versteckt. Eventuell ist das ja auch das, was wir suchen dabei. Gibt's sonst so etwas, das du wissen willst? Wieso gerade Eisentempel? Gerade weil... Oh, ich bin fast nicht mehr im Bild. Gerade weil der Eisentempel... Oh, nach welchen Gesetzen funktionieren diese Messageboxen? Mal sind sie schmal, breit, riesig groß. Ein einheitliches System wäre nicht schlecht. Ich kann das nicht so schnell lesen, es tut mir leid. Beziehungsweise ich versuche ein bisschen Atmosphäre zu erzeugen, indem ich es vorlese. Und das kann ich nicht, indem ich einfach alles ganz schnell runterratter. Ich muss sie auch selber verstehen können. Ich muss sie mir merken können, das geht nicht auf die Schnelle. Gerade weil der Eisentempel so unerforscht ist, gibt es eine große Chance, Hinweise zu finden. Auch könnten noch verborgene Schätze daran lauern, welche euch eventuell auf eure Reise helfen können. Truppen, die wir bereits zu Untersuchungszwecken hingesandt haben, haben bereits berichtet, dass es viele Sachen darin zu finden gibt. Aber bis jetzt waren es nur Knochen und andere kleinere Funde. Was ich jetzt nur nicht verstehe, Markus hat sich das alles erdacht. Wieso weiß er denn nicht, was sich darin befindet? Sagt er einfach nur, du, ich hätte hier gerne einen Eisentempel und dann erschafft sich der Rest selbst. Warum kann er außerdem jetzt nichts weiter erschaffen? Das habe ich noch nicht so ganz genau verstanden. Vielleicht wird das auch noch erklärt oder ich habe es überlesen. Truppen, die wir bereits zu Untersuchungszwecken hingesandt haben, haben bereits berichtet, dass viele... Was? Kleinere, aber mehr fest. Das hatten wir doch gerade erst. Truppen, die wir bereits zu Untersuchungszwecken hingesandt haben, haben bereits berichtet, dass es viele Sachen darin zu finden gibt. Aber bis jetzt mal wahrscheinlich vorne. Truppen, die bereits zu Untersuchungszwecken... Ja, er erzählt jetzt das Gleiche. Ist das Message-System im VX ein bisschen arg kompliziert, sodass es zu solchen Fehlern kommen kann? Also alles, was hier mit den Message-Boxen zusammenhängt, ist eine Katastrophe, muss ich mal ganz klar sagen. Knochen und andere kleinere Funde. Ja gut, aber er hat jetzt nicht erklärt, warum das Ding Eisentempel heißt. Es hat nicht gerade meine Frage beantwortet. Gibt es dort Monster? Auf dem Weg zum Tempel bestimmt. Teilweise trifft man auf Irrlichter oder aber auch auf die typischen Monster, wie zum Beispiel dem Gedankenklotz oder auf Goblins. Im Tempel selbst konnten wir bis jetzt nur Fledermäuse und Spinnen finden. Also wird es ein hoffentlich sehr einfacher Tempel. Gibt es sonst noch etwas, das du wissen willst? Wo liegt der Eisentempel? Der Eisentempel liegt nördlich von diesem Dorf. Der Eisentempel liegt nördlich von diesem Dorf. Ihr durchquert die Ebenen von Kitchen. Was? Ihr geht einfach durch die Küche. Küche wegen dem Doppel-I. Und trefft eventuell auf Dark, den... Ernsthaft? Dark, den Wildhüter. Ein Besuch bei ihm lohnt sich meistens. Dark. Mit G. Because poor literacy is cool. Ja gut. Dann wünsche ich euch viel Glück auf eure Reise. Nun gut, dann müssen wir eben selbst herausfinden, wieso das Ding Eisentempel heißt. Markus sollte es eigentlich wissen, er hat sich das Ganze ausgedacht. Oh, was ist denn da passiert? Monster nehme ich an. Oha. Und ihrem Weg zufolge schmeißen sie ihn jetzt ins Wasser. Was wohl da passiert ist? Hoffentlich ist es nichts Schlimmeres. Gott, schnell hinterher und sie haben ihn ins Wasser geworfen. Wollen wir einfach hinterher? Oh, das habe ich noch gar nicht gesehen. Seit ich hergekommen bin, steht dieses schwarze etwas wird dann groß geschrieben vor dieser Treppe. Ich weiß, dass es dahinter der Weg zum tiefsten Punkt der Welt liegt. Das S ist zu viel. Ich weiß, dass dahinter der Weg zum tiefsten Punkt der Welt liegt. Jedoch weiß ich nicht, warum dieser blockiert wird. Also du solltest wirklich nochmal über deine Monologe und Dialoge und überhaupt die Messages rübergehen. Der Vogel ist gerade durchs Dach geflogen. Ja.
Die Menschen selbst denken sich nichts dabei. Ich jedoch würde gerne einmal herausfinden, was sich dahinter verbirgt. Nur, man bekommt an diesem schwarzen Etwas, jetzt wurde es richtig geschrieben, nicht ohne Probleme vorbei. Ich mag es, dass der Vogel im Kreis fliegt und dann wieder dort oben landet. Das ist schön. Heißt es zumindest. Wir verfolgen jetzt den Vogel. Chip, chip. Nur so eine Flugbahn, ein wenig seltsam, ansonsten gefällt's mir. Was haben wir noch hier? Slowest Butterfly ever. Okay, gut. Noch ein Eichhörnchen. Felsen. Oh, hier haben wir noch einen Shop und einen Raucher. Wo habe ich den das... Ach nee, das hatten wir schon. Gut, aber wir waren noch nicht im Shop. Es ist wahrscheinlich ein Shop. Ach doch, wir waren schon darin. Hey, ich will da rein, lass mich da rein. No. Da muss ich diese Person übersehen haben. Wie gesagt, die Auflösung ist relativ gering und die Maps sind gut gefüllt. Da wurde ich doch glatt abgelenkt. Warum sieht es hier eigentlich so aus? Wurden wir angegriffen? Wurde leider nicht erklärt. Bis jetzt wurden noch nicht ausreichend genug erklärt, aber dennoch viel zu viel auf einen Schlag. Seltsam. Naja, gut. Spielen wir weiter. Ich bin immer noch gespannt darauf, was uns dieses Spiel vorzeigen möchte. Hi. Die Soldaten gerade. Er sah echt übel aus. Weißt du zufällig, wo die stationiert waren? Ich vermute am Eisentempel. Es ist nicht oft der Fall, dass wir etwas von denen zu hören oder sehen kriegen. Danke schon mal für die Information. Gut, dann gehen wir jetzt auch dorthin, würde ich sagen. Oder auch nicht. Wir wollen doch zum Eisentempel. Wir sollen nach Norden. Oder war das schon alles? Nein. Das kann auch nicht alles gewesen sein. Oder wir gehen den Weg zurück. Immerhin befanden sich dort Irrlichter. Warum liegt dort ein Catgirl? Oder... bin ich blind? Beziehungsweise nicht blind, vielleicht schiele ich auch nur. Ich muss aufpassen, dass hier kein Monster ins Dorf kommt. Falls doch, werde ich wegrennen. Meins kommt, bin ich meinen Job los. Das darf nicht passieren. Wie meinst du das? Der verwundete Soldat ist doch Zeichen genug. Wer so zugerichtet wurde, der muss von etwas Großem angegriffen worden sein. Was hast du denn da so gedacht? Oh, Spinnen, Fledermäuse, Ratten. Irgendwas Großes. Ein Behemoth eventuell. Könnte aber auch ein Garuda gewesen sein. Jedoch sind Garudas recht selten und ich glaube weniger, dass dort so etwas lebt. Ich werde mir das mal genauer ansehen. Yay, Final Fantasy Monster. Irgendwas Innovativeres, was Eigenes wäre nicht schlecht. Was aber... also... oder was Gemischtes aus verschiedenen... ja, wie sagt man das so... halt irgendwas anderes. Ich komme gar nicht auf das richtige Wort. Pass aber auf, nicht, dass du noch von der Monster gefressen wirst. Ja, okay. Also muss ich jetzt hier lang oder? Ja, nee. Irgendwie nicht so wirklich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das schon alles gewesen ist. Wenn ja, wäre das für eine Demo ein bisschen arg wenig. Das wäre keine wirkliche Demo. Immerhin, es passiert nichts. Nichts vom Gameplay wird gezeigt. Das ist zu wenig. Das ist viel zu wenig. So kann man sich als Spieler keinen Eindruck bilden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das schon alles gewesen ist. Denn bis jetzt ist es leider... muss ich ganz klar sagen, arg langweilig. Auch so ganz ohne Gameplay-Elemente. Nee, es geht leider nicht weiter. Dann gehen wir nochmal zum Opa. Denn ansonsten fällt mir leider auch nichts mehr ein. Eine Meldung, dass die Demo hier zu Ende ist, wäre auch nicht übel. Der Eisentempel ist zwar gefährlich, unerforscht und brüchig, aber... ja, wo liegt der Eisentempel? Ja, also jetzt hat wieder die dürre Messagebox alles kaputt gemacht. Der Eisentempel liegt nördlich von diesem Dorf. Er durchquert die Ebenen von Kitchen und er gibt leider keine Angabe darüber, wo dieses Kitchen ist.
und trefft eventuell auf Dark den Wildhüter. Nichts. Norden, durch den Kamin! Ach nö, komm. Ich hätte gerne was vom Gameplay gesehen. Das Gameplay macht schließlich ein Spiel aus. So ein bisschen erzählen langt noch lange nicht. Das Spiel hat noch nicht mal angefangen. Nein, das ist keine Demo. Das ist gar nichts. Sorry, aber nein, das ist nichts. Wir müssen hier irgendwas haben. Skill-Lernen. Aha. Skill-Slots vielleicht. Anstich. Also hier lassen sich... Was? Schade, dass das alles auch nicht erklärt wird. Wandelt MP in Wut um. Sprich, ich meine, es wird nichts über diese Systeme erklärt. Wir haben sie einfach und man muss sie sich ansehen. Die Quick Help wäre nicht übel. Irgendwas. Oder dass man es halt langsam kennenlernt. Warum auch immer. Und warum hat Markus eine versteckte Technik, die erst angelegt werden muss? Verstehe ich auch nicht genau. Denn Rex besitzt keinen. Und Alice auch nicht. Okay. Hey, die muss nicht unbedingt vorne stehen. Das arme Mädel. Es sei denn, sie ist ein Dieb. Aha. Kam mir bis jetzt, kam mir bislang nicht so vor. Ja, nahezu 40 Minuten und ist nichts passiert. Nichts Spektakuläres, nichts Überraschendes, keine Wendung der Ereignisse. Ist zu wenig. Rein Ausrüstung, Freundesliste. Nee. Das hilft uns alles nix. Skills. Nee. Nee, dann ist das Spiel hier wahrscheinlich zu Ende. In dem Fall werde ich das alles in einen Part packen. Ja. Sollte der effektivste Weg sein. Sollte das Spiel dennoch weitergehen in dieser Version, Demo 1.0, wie gesagt, das ist einfach zu wenig. Viel zu wenig. Dann werde ich natürlich weiter aufnehmen. Wenn nicht, dann nicht. Jo, dann soll es das erstmal gewesen sein von der ersten Demo Schicksal Weltenspringer, eine Demo von Flippity Flip. Bisheriges Fazit, Mapping, sehr ordentlich. Gut gefüllt. Hier und da ein paar, naja, ich würde nicht sagen Fehler. Nee, Fehler sind eigentlich rein optisch-grafisch nicht vorhanden. Nein. Die Messageboxen in ihrer Größe sind leider katastrophal, vor allen Dingen, wenn die Boxen sehr klein sind und automatisch durchscrollen. So schnell kann keiner lesen. Auch der Wall of Text, den Markus vorhin von sich gab, das ist so viel. Pack es in mehr Messageboxen, auf jeden Fall. Und irgendwie waren das jetzt viel zu viele Informationen auf einmal. Es passierte mehr in den Dialogboxen als auf dem Bildschirm. Das könnte man anders aufziehen. Einige Rechtschreibfehler, teilweise war die Grammatik nicht vorhanden. Also wie gesagt, nochmal über die Boxen gehen, das wäre nicht verkehrt.